Politik, so sagt ein Sprichwort, ist die Kunst des Machbaren. Doch wer definiert eigentlich, was machbar ist? In der Natur des Menschen liegt es zu forschen, Unbekanntes zu erkunden und damit die Grenzen des eigenen Wissens zu verschieben. Das Machbare ist also keineswegs statisch. Und genau hier ergibt sich Raum für politischen Streit. Ganz aktuell der Streit um die richtige Klimapolitik. Welche Form von Energieproduktion ist für uns Menschen beherrschbar? Von was sollten wir besser die Finger lassen, sei es aus politischen oder technologischen Gründen? Und wie viel Ausstieg können wir uns gleichzeitig leisten? Verhandlungssache, Energiepolitik im Klimawandel. Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen dazu. Und das sind meine Gäste. Michael Kellner, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und Tilman Kuban, CDU-Bundestagsabgeordneter, bei dem ich mich besonders herzlich bedanke, da er nämlich ganz kurzfristig für seine Fraktionskollegin Gitta Connemann eingesprungen ist. Die ist nämlich an einem Bahnhof in Hamburg hängen geblieben. Herr Kellner, Herr Kubin, herzlich willkommen hier im Studio. Herr Kellner, seit Monaten diskutiert Deutschland jetzt schon über den richtigen Weg zur Klimaneutralität von Wirtschaft und Gesellschaft. Federführend bei dieser Suche ist Ihr Ministerium, in dem Sie Staatssekretär sind. Wie nehmen Sie die Debatte über Ihre Vorschläge wahr? Nun, es sind ja nicht nur Vorschläge, sondern wir sind ja im Handeln und Tun. Es ist ja klar, dass wir da vor großen Herausforderungen standen, die ja noch mal im letzten Jahr durch den Krieg Russlands in der Ukraine noch mal größer geworden sind. Aber wir kommen ein gutes Stück voran, wenn ich sehe, wie wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien da den Turbo zünden, da die Planungsbeschleunigung voranbringen und eben sagen, ja, wir wollen das schaffen, das, was versäumt wurde, bis 2030 80% der Stromproduktion auf erneuerbare Energien umzustellen. Das ist eine große Aufgabe und dazu gibt es einen Ring, dazu gibt es Auseinandersetzungen. Aber ehrlicherweise uns zwingt ja die Situation, die wir leben, die Abhängigkeit von fossilen Energien zu reduzieren. Ich meine, das haben wir ja hoffentlich alle im letzten Jahr gelernt. Uns zwingt die Entwicklung der Klimakrise, da einfach schneller und besser zu werden, da Versäumnisse aufzuholen. Und da sind wir ein ganzes Stück vorangekommen. Sie sprechen von Debatte, von Auseinandersetzung. Ist das eine sachliche Auseinandersetzung oder ist das eine emotionalisierte Debatte? Ich denke da beispielsweise an Begriffe wie den Heizhammer, den man kürzlich in einer Boulevardzeitung lesen konnte. Ach ja, nun, ich meine, ich bin hier in der Politik und ich meine, dass es geht um ganz wichtige und harte Fragen und dass dazu eine Diskussion oder dass da auch ein Widerstreit ist, das gehört dazu. Und ehrlicherweise, wenn ich meine Zeit damit verbringen würde, über Boulevardpresse zu klagen, dann würde ich nichts geschaffen bekommen. Deswegen würde ich sagen, ja, ich meine, die Auseinandersetzung um den richtigen Weg gehört zur Politik. So, das ist Teil, ja, das ist Teil auch von Streit zwischen politischen Parteien und wir haben die Regierungsverantwortung, wir machen das, was wir uns vorgenommen haben, dieses Land zu erneuern, die Transformation voranzubringen, mit dem Ausbau der Erneuerbaren voranzukommen und auch ehrlicherweise dafür zu sorgen, dass Deutschland ein starkes Industrieland bleibt. In der Sendung, Herr Kuban, wollen wir ja streng auf Sachpolitik gucken und den Boulevard verlassen. Die Transformation der Gesellschaft ist etwas, die Transformation ist etwas, wo die gesamte Gesellschaft mitmachen muss. Da sind alle Sektoren angesprochen. Die wollen wir uns auch im Einzelnen angucken, wollen mit einem Sektor anfangen, der Sie besonders momentan beschäftigt, nämlich den Gebäudesektor und da speziell das Heizen. Ich habe schon den Heizhammer angesprochen. Wenn 35% der Emissionen in Deutschland auf den Gebäudesektor entfallen, ist es dann nicht richtig, dass man genau diesen Bereich als erstes entschlossen angeht? Ja, ist absolut richtig, dass wir im Bereich der Wärmewende etwas schaffen müssen. Aber die Wärmewende darf nicht zur Chaoswende werden. Und wenn man ein Gesetz in den Deutschen Bundestag einbringt, wo man schon vorher weiß, dass man dafür keine Mehrheit hat, weil die FDP schon vorher sagt, sie macht da eigentlich gar nicht mit, dann stelle ich mir die Frage, warum man die Menschen dabei verunsichert, in einer Zeit, wo sie sowieso aus der Corona-Phase kommen, danach diesen schrecklichen russischen Angriffskrieg und dessen Auswirkungen auch hier erlebt haben, dass man so ein Chaos dann nochmal veranstaltet. Das finde ich nicht richtig und das halte ich auch für falsch, weil wir eben wissen, dass dieser Ausbau, dieser neue Einbau von Heizungen sehr viel teurer wird, so wie es jetzt gemacht wird, dass es bisher keine Förderung gibt. Aber die Strafzahlungen, die sind schon mal angekündigt und das verunsichert viele Bürger und beschäftigt am Ende eben nicht nur mich, sondern, glaube ich, da draußen viele Menschen. Sowohl auf die Strafzahlungen
Bezahlungen als auch auf den Streit in der Ampel wollen wir noch eingehen. Wenn man sich aber jetzt doch noch mal überlegt, ich habe ja in der Anmoderation gesagt, dass Politik ist immer auch die Kunst des Machbaren. Man hätte vielleicht vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs gesagt, Deutschland wird sich nie binnen einer Jahresfrist unabhängig machen können von russischem Gas. Man hätte gesagt, das ist nicht machbar. Warum soll es jetzt nicht machbar sein, dass man so schnell die Energiewende hinbekommt und das auch bei Heizungen, indem man da eben auf klimaneutrale Heizungen setzt? Also ich will durchaus lobend anerkennen, dass der Ausbau und der Bau von den LNG-Terminals an der deutschen Küste so schnell vorangeht. Das hätte sich wahrscheinlich vor ein bisschen mehr als einem Jahr kaum einer vorstellen können. Und das ist, wenn der Bundeskanzler von einer neuen Deutschlandgeschwindigkeit spricht, dann hoffe ich sehr darauf, dass wir die genauso beibehalten. Und wir als Opposition wollen auch dabei mithelfen, weil es eben richtig ist, dass wir uns unabhängiger machen und hoffentlich nie wieder so abhängig machen von einem Land. Die Zeitenwende endet am Ende eben nicht bei 100 Milliarden für die Bundeswehr, sondern sie geht im Bereich der Energie, sie geht auch in Fragen, mit welchen Partnern auf der Welt arbeiten wir eigentlich zusammen weiter. Und deswegen ist es richtig, dass wir diesen LNG-Ausbau geschafft haben. Der zweite Punkt ist aber die Frage des Gebäudesektors. Wir haben den Emissionshandel, der ist aus meiner Sicht das richtige Instrument. Dafür muss man nicht verbieten, sondern man hat die Möglichkeit, mit dem Emissionshandel zu arbeiten. Und das, was teurer wird, das fällt dann am Ende auch raus. Und das wird bei den fossilen Heizungen am Ende der Fall sein. Deswegen ist das eine Verunsicherung zur Unzeit und die hätte es so jetzt nicht gebraucht. Herr Kellner, man könnte ja im Prinzip den Vorwurf zusammenfassen auf die Formel, dass Sie mit der Brechstange operieren würden, weil Sie das Verbraucherverhalten über Verbote ändern wollen. Können Sie denn die Angst vieler Menschen nachvollziehen? Also es gibt eine große Verunsicherung bei dem, was beschlossen wurde im Koalitionsvertrag und jetzt auch im Bundeskabinett von allen regierungstragenden Parteien und jetzt im Deutschen Bundestag beraten wird. Es geht ja darum, dass wir über neue Heizung reden. Eine Heizung hat eine Lebensdauer von roundabout 30 Jahren. Und wenn wir jetzt denklogisch sagen, wir sind jetzt im Jahre 2023, 30 Jahre Heizung, da sind wir in den 50er Jahren. Deswegen ist es richtig zu sagen, wir wollen bei neuen Heizungen, und darum geht es, zu sagen, es muss da 65% erneuerbare Energien gewährleistet sein. Und das hat natürlich folgenden Hintergrund. Das hat einmal den Hintergrund, dass wir nur dadurch eine Chance haben, die Klimaziele zu erreichen. Es hat zweitens auch den Hintergrund, dass das natürlich der Beitrag ist, auch um sich von fossilen Energien, also von Heizöl oder Erdgas, über die Zeit unabhängiger zu machen. Und es wird auch niemand in den Stich gelassen, sondern das ist ja auch klar im Kabinett beschlossen worden. Es gibt eine Unterstützung, es gibt einen Grundbonus von 30%, der je nach Fall auf bis zu 50% Unterstützung laufen kann. Und wir haben schon im letzten Jahr, also im Jahr 2022 gesehen, wie sehr der Einbau von Wärmepumpen, das ist ja ein Instrument, dort zugenommen hat und zugelegt hat. Da sind wir immer noch im Vergleich zu skandinavischen Ländern oder Polen Nachzügler. Aber wir sehen, das hat eine große Dynamik angenommen. Das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Das heißt nochmal, es gibt eine Unterstützung für all die Menschen, die eine neue Heizung einbauen müssen. Das ist klimapolitisch geboten. Das ist aus den Gründen der Energieunabhängigkeit geboten. Und ich halte es für falsch zu sagen, wir lassen das allein über den Preis des Emissionshandels gehen. Wir werden sehen, dass die Preise für Gas und Öl durch den Emissionshandel in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Und das heißt aber, dann steht man auf einmal vor einer Investitionsruine. Und deswegen ist es richtig, jetzt klare Leitplanken zu setzen und zu sagen, ja, bei neuen Heizungen, da brauchen wir einen Weg in die Zukunft und nicht das Festhalten am Alten. Markt und CO2-Bepreisung wäre aber genau die Instrumente, auf die Sie setzen. Absolut. Wir sehen doch heute schon, eine Wärmepumpe wird doch viel häufiger eingebaut. In den letzten 10 Jahren, früher waren es 8%, jetzt sind wir bei 25%. Die Leute achten doch schon genau darauf, dass es am Ende günstiger wird. Aber wir wissen eben auch, dass eine Wärmepumpe heute eine Lieferzeit von ungefähr 12 Monaten hat. Dass das Handwerk uns erklärt, wir haben eigentlich einen Bedarf von über 200.000 Leuten, die im Handwerk mitarbeiten müssten. Und die fehlen uns einfach. Und deswegen sind viele Leute verunsichert. Wenn ich jetzt das Problem habe, dass ich in einem Haus wohne und Anfang nächsten Jahres geht meine Heizung kaputt, dann würde ich
vielleicht, wenn ich es nicht anders kann, mir eine neue Gasheizung einbauen, würde ungefähr 10.000 Euro bezahlen. Wenn ich aber eine Wärmepumpe einbauen muss, bin ich schon schnell bei 25.000 bis 30.000 Euro. Und dabei sind die Sanierungskosten noch nicht dabei. Dass, wenn ich dann eine Fußbodenheizung einbauen muss, neue Fenster, Dämmung oder Ähnliches, dann kann das bis zu 100.000 Euro werden. Und das ist natürlich ein immenser Schluck aus der Pulle, der für viele, viele Menschen eine Überforderung darstellt. Und dafür sind Ihre Ankündigungen, was die Förderung angeht, leider ein bisschen zu vage. Herr Gupan, aber was wollen Sie dann tun, um diese Sektorziele zu erreichen? Na, wir sehen doch schon, dass der Emissionshandel wirken wird, weil es eben teurer werden wird. Und deswegen machen sich viele Menschen Gedanken darüber, sind dabei, beispielsweise ihre eigene Solaranlage aufs Dach zu setzen. Ich war gerade am Wochenende in einem kleinen Dorf bei mir im Wahlkreis, da erzählen mir die Leute beim Stammtisch, ja, hier ist es, hier geht's voran, viele Leute setzen sich Solarthermie oder sogar eine, oder beides, vielleicht auch eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Das kommt an, mitten in Deutschland. Die Leute, die verschließen doch die Augen nicht davor, aber mit so einem Hammerverbot, mit so einer kurzen Frist zu kommen, mit Anfang nächsten Jahres und dabei noch nicht mal ein wirkliches Förderprogramm auf die Beine gestellt zu haben. Der Spiegel berichtet heute, dass die BAFA gar nicht hinterherkommt mit den Förderanträgen. Die dauern viel zu lange. Und wie das funktionieren soll, das verunsichert viele Menschen in Deutschland. Herr Kellner, warum vertrauen Sie nicht dem Markt und der Vernunft der Verbraucher? Die Sorge ist, und das sehen wir jetzt ja heute schon, wenn wir eine Wärmepumpe, ist auf die Dauer gerechnet wesentlich wirtschaftlicher, als wenn Sie jetzt in dem heutigen Zeitpunkt noch auf Öl- oder Gasheizung vertrauen. Nur Sie sind natürlich, und das gehört ja denklogisch dazu, Sie sind da natürlich in einer Fahrtabhängigkeit. Wenn Sie heute eine neue Gasheizung einbauen, dann haben Sie dann möglicherweise in 10 oder 15 Jahren ein Riesenproblem. Da haben Sie ein riesenökonomisches Problem auch. Und deswegen ist ja so wichtig und richtig zu sagen, es wird jeder unterstützt. Und die Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, sind sehr hochgegriffen. In ganz vielen Varianten können Sie einfach eine Gastherme ersetzen durch eine Wärmepumpe. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie sogenannte Hybridheizung machen. Das heißt, dass da, wenn Sie ganz kalte Wintertage haben, wenn es wirklich richtig, richtig kalt ist, es dann noch eine Gasheizung mit reinkickt. Aber den Großteil der Wärmeleistung, die Sie brauchen, geht über die Wärmepumpe. Dann müssen Sie noch nicht mal anfangen zu sagen, ich dämme jetzt oder ich tausche die Fenster aus. Das kann energiepolitisch sinnvoll sein, das kann sich auch rechnen. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen und wenn wir die Wärmewende erreichen wollen, dann ist doch jetzt richtig, da den richtigen Ansatzpunkt zu setzen. Und es ist auch so, mein Herr Kuban, Sie sind Schwarzer, aber doch kein Schwarzmaler. Ich meine, das sind doch die Herausforderungen, die wir haben. Die sind doch, die sind, das weiß ich doch, dass sie es nicht sind. Die sind da, aber sie sind doch beherrschbar für so ein starkes Land, wie wir es sind. Wir sehen doch, wie im letzten Jahr, dass gerade in den Heizungs- und Sanitärbereichen eine wahnsinnige Nachfrage auch nach Weiterbildung und Unterstützung gibt, damit auch die Handwerker eben Wärmepumpen einbauen können, die vielleicht klassischerweise in den letzten Jahren immer nur zur Gasheizung geraten haben, weil sie es nicht kannten. Wir sehen einen massiven Produktionsaufwuchs in dem Bereich der Wärmepumpen. Wir sehen, dass neue Werke geschaffen werden. Wir sehen, dass da ein großer Hochlauf ist. Wir werden uns darum kümmern und sind ja dabei, dass BAFA hat in den letzten Jahren den Antragstau abgearbeitet. Also wir sind in der Lage, das zu unterstützen und zu stemmen, damit die Menschen eben diese Entscheidungen treffen können. Und das ist eben notwendig, ist nochmal gesagt, notwendig aus Gründen der Unabhängigkeit von fossilen Energien und es ist notwendig aus Gründen des Klimaschutzes. Und ansonsten haben Sie halt am Ende den Preishammer hängen. Wenn es aber so viele Argumente dafür gibt, und so habe ich jetzt die Kritik von Herrn Kuban und der Opposition verstanden, warum macht man es dann nicht mit Anreizen und warum macht man es dann mit Verboten? Verbote haben ja immer ein hohes Risiko. Naja, wir machen ja beides, nicht? Also in unserer Gesellschaft gehört ja Ordnungsrecht auch dazu. Es würde ja heute keiner mehr sagen, was weiß ich, wir haben mal das Blei im Benzin verboten oder das Asbest im Gebäudebereich. So. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es klar ist, wir müssen in Fahrt legen, wie wir in diesem Bereich, Wärmebereich, wo wir ja wie im Verkehrsbereich wirklich hinterherhinken, was die Einhaltung der Klimaziele angeht. Deswegen ist, soll ich sagen, es gibt ein Ordnungsrecht, es gibt die 65% erneuerbare Energien, die sein müssen bei neuen Heizungen. Nochmal wichtig, weil das ist oft, wurde oft durcheinandergebracht in der öffentlichen
Auseinandersetzung. Und dann gibt es eben die entsprechenden Förderungen mit dazu, damit sich das auch jeder leisten kann. Und diejenigen, die weniger haben, kriegen eben auch mehr Förderung. Das ist ja auch ein Teil, also Transferbezieher zum Beispiel, ein Teil derjenigen des Fördersystems, so wie es designt ist, zu unterstützen, sodass da niemand alleine gelassen wird. Und dass wir da eine richtige Entscheidung treffen und den Pfad richtig stellen, nicht am Alten festhalten, sondern ins Neue gehen. Herr Kellner, das Problem ist, die Menschen draußen haben das Gefühl, dass sie immer nur mit dem Ordnungsrecht kommen, dass Verbote, Verbote, Verbote kommen. Und deswegen sind sie so verunsichert, weil sie eben nicht wissen, wo die Anreize sind. Wenn Sie mit diesem Beschluss nach draußen gehen und deutlich machen, so sieht das Förderprogramm aus und deswegen machen wir das in die oder die Richtung, dann ist das was anderes, als wenn Sie direkt nach dem Verbrenner aus mit dem Heizungsverbot, mit dem nächsten Verbot um die Ecke kommen. Und da werden die Leute verunsichert. Und deswegen rate ich dazu, eine richtige Balance zwischen Anreizen und Ordnungspolitik zu schaffen. Und Sie haben vollkommen recht. Natürlich haben wir Ordnungsrecht auch in Deutschland und wir haben auch manches Mal auch Verbote, auch die Union gemacht. Aber trotzdem halten Sie bitte die richtige Balance. Das ist mein Appell. Das wünschen sich draußen viele Bürger. Ja, aber das nochmal drauf zu reagieren. Also ich meine, wir sehen doch, dass wir in Deutschland ein fast erschreckendes Festklammern am Alten haben. Ich weiß nicht, ob Sie die Nachrichten jetzt einfach in der letzten Woche verfolgt haben, wie es den deutschen Automobilkonzernen auf dem chinesischen Markt ergeht. Wie sehr sie diesen Anschluss dort verpasst haben. Das macht mir als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium wirklich keine Freude. Und wir haben viel zu lange an einer veralteten Technologie festgehalten, an dem Verbrenner, haben ewige Debatten geführt, haben die Europäische Union gegen uns aufgebracht und verlieren damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. Ja, weil wir so lange am Alten festhalten. Wir sehen ja, wie rasant die Entwicklung ist. Und das sieht man gerade besonders in dieser Frage des Verbrennungsmotors, ja, wo so lange dort sich am Alten festgeklammert wurde, dass das Neue ja, wirklich aus dem Auge verloren wurde. Und was mir Sorgen macht, übrigens auch für die Sorgen für, das ist ja eine wahnsinnig wichtige Industrie für uns in Deutschland, ja, und das sage ich Ihnen als Grüner, da mache ich mir Sorgen um diese Industrie, weil sie die Zeichen der Zeit lange nicht erkannt hat und jetzt in einem Aufholprozess gegenüber Wettbewerbern ist. Aber Herr Kellner, die Leute merken es. Ich habe Ihnen gerade mein Beispiel aus Ingeln-Össelse in meinem Wahlkreis erklärt. Ich fahre durch meinen Wahlkreis, bin mit den Leuten im Gespräch, weiß nicht, wie oft Sie noch in Brandenburg unterwegs sein können, aber die Leute haben das begriffen, sie sind unterwegs, überall erzählen mir die Leute und sagen, ja, wir setzen eine Photovoltaikanlage aufs Dach oder Solarthermie oder beides. Die Leute haben es verstanden, sie sind bereit, das zu tun. Reizen Sie das doch an und verbieten Sie nicht jedes Mal etwas, weil das verunsichert mehr und mehr. Aber das tun wir ja. Also ich meine, gerade bei der Erfolg vom Solar freut mich wahnsinnig in Ihrem Wahlkreis. Unterstützen Sie das weiter, mache ich bei mir auch. Ja? Aber wir sehen ja, was für eine Zubaurate wir haben, weil wir es übrigens attraktiver gestaltet haben. Ja? Im letzten Jahr, was die Nutzung von Photovoltaik und die eigene Nutzung angeht, das sind ja alles Anreize. Und trotzdem sehen wir doch, wenn wir vor der Aufgabe stehen, wo steht die Industrie, wo steht die Wärmewende, dass wir da eben auch klare Guidance und Leitplanken setzen. Und das tun wir. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn ich überzeugt davon, weil sonst können wir diese Ziele nicht erreichen. Herr Kuban, Sie haben gerade auch schon angesprochen den Strafenkatalog im Referentenentwurf. Gleichzeitig haben Sie gesagt, Ordnungsrecht ist eben ein Instrument für Politik, um eine Entwicklung zu steuern. Was stört Sie an diesem Strafenkatalog so besonders? Naja. Wenn ich am Ende den Leuten noch nicht genau sagen kann, wie die Förderung aussieht, aber schon einmal die Strafenkatalog von 50 bis zu 50.000 Euro auf den Tisch lege, dann ist doch klar, dass die Leute verunsichert sind. Und genau an dieser Stelle hätte ich mir gewünscht, dass man das wirklich nacheinander macht, dass man am Ende sagt, okay, hier so und so sieht's aus und wir geben eine gewisse Übergangszeit und dass man dann irgendwann auch mit Strafen kommt, okay. Aber den Leuten jetzt zu sagen, ab 1.1. geht es da und dahin. Und dann auf der anderen Seite einen FDP-Beschluss vom Wochenende zu haben. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte aus dem Beschluss. Der sagt, dieser Gesetzesentwurf sei exemplarisch für die falsche Energie- und Klimapolitik der Grünen. Dann weiß ich nicht, ob ich alleine bin mit der Kritik, weil anscheinend teilt es der Koalitionspartner FDP auch. Herr Kellner, muss man nicht sagen, dass das wirklich eine Steilvorlage für auch Populisten ist? Also nicht nur sachliche Opposition, sondern auch für Populisten wie jetzt Parteien, die eher am Rand sind. Und gehen Sie da nicht Gefahr, dass Sie auch so eine gesellschaftliche Akzeptanz für den notwendigen Klimaschutz verlieren, wenn so stark dann auf einmal Strafen im Vordergrund sind?
Also ich würde mal einmal den Gedanken dazu fügen, dass Gesetze noch im Deutschen Bundestag gemacht werden, nicht auf Parteitagen und vorher im Kabinett gemeinsam getragen werden. Aber Sie wissen, wie das funktioniert. So, ne? Sie sind dafür verunsichert. Nein, im Gegenteil. Wir haben in dem Koalitionsvertrag und auch im Koalitionsausschuss und jetzt auch im Kabinett dieses immer wieder klar und deutlich gesagt und gemacht. Und wir setzen das um. Und ja, wir sind in Zeiten, und das macht mir Sorgen, dass wir Populisten sehen, die, und das meine ich jetzt nicht, das, was Herr Kuban gesagt hat, das ist nicht falsch verstehen sozusagen, das fand ich jetzt nicht populistisch, sondern das ist Teil eines demokratischen Diskurses, den man machen muss, die ganz bewusst Angst und Verunsicherung schüren, die bewusst versuchen, Vertrauensverlust in Politik ganz bewusst für ihre eigenen Ziele herbeizuführen. Nur das kann uns doch als Regierung nicht davon entbinden, das, wofür wir angetreten sind, was wir vereinbart haben, umzusetzen und dafür zu erklären, warum wir das machen, wofür wir streiten und warum es notwendig und richtig ist, beispielsweise im Gebäudeenergiegesetz oder bei dem Ausbau der Erneuerbaren oder von mir aus auch bei dem Bau von LNG-Terminals. Ich meine, wir kommen doch nicht drum herum, dass wir mit der Realität umgehen müssen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, zu sagen, nichts zu tun, weil wir Angst haben vor Verhetzung oder vor Populismus. Das ist ja, kann ja keine Haltung sein. Letzter Punkt unter diesem Stichwort Gebäudesektor. Herr Kuban hat schon angesprochen, dass es ja nicht nur aus der Opposition Hemmnisse gegenüber diesem Referentenentwurf gibt, sondern eben auch vom Koalitionspartner. Das ist ja zumindest mal bemerkenswert, dass im Kabinett zugestimmt wird und dann auf dem Parteitag Widerstand angekündigt wird. Ist das unabhängig mal von sachpolitischen Fragen nicht in der Außendarstellung verheerend? Ja, nun bin ich ja Abgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen. Ich meine, das glaube ich, das müssten Sie eher einen Vertreter der FDP fragen, wie sozusagen der, ich habe ja selber in meiner alten Funktion durchaus auch Parteitage organisiert, aber wir haben schon uns versucht, da der Realität und den Debatten zu stellen. Das ist natürlich bemerkenswert, am Mittwoch im Kabinett so, am Samstag auf dem Parteitag so. Aber nochmal, es ist ja nun mal so, und das ist ja auch richtig so, dass Gesetze nicht auf Parteitagen gemacht werden, sondern Gesetze werden im Parlament gemacht, dort verabschiedet. Und die Vereinbarung und der Fahrplan ist klar. Und da werden wir jetzt in die parlamentarischen Beratungen weitergehen. Es führt aber zu der Verunsicherung, die Herr Kuban angesprochen hat, bei den Menschen. Sicher. Also es ist, das hilft natürlich nicht. Es wäre natürlich schöner, wenn alle sich da gemeinsam in der Ampel sagen, wir erklären das, warum wir das gemacht haben. Wie gesagt, das ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen, sondern es war Teil des Koalitionsvertrages, den wir verhandelt haben. Es war Teil der Koalitionsausschüsse, es war Teil der Kabinettsbeschlüsse. Und natürlich, deswegen setze ich mich ja auch zu Ihnen, Herr Becker, gerne in die Sendung und erkläre das, was uns dazu bewogen hat. Aber eben zu das andererseits, und das will, den Gedanken will ich zumindest auch einmal dalassen, dass in der Koalition Parteien auch unterschiedliche Haltungen und Überzeugungen haben. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Habe ich mir sagen lassen, kam auch schon in Vorgängerregierung vor, dass es das gab. Ich glaube, das ist Teil des politischen Geschäfts. Aber ich gebe Ihnen recht, das führt an der Stelle bei so einem Thema natürlich mit zu Verunsicherung. Wie sehen Sie das? Wie wird das Gesetz dann aus dem Bundestag rauskommen? Ich setze darauf, dass die FDP stehen bleibt. Wir sind da an ihrer Seite. Und dann schauen wir mal. Am Ende ist es Aufgabe des Bundeskanzlers, seine Regierung zusammenzuhalten. Und wir werden das konstruktiv kritisch begleiten, so wie wir es als Opposition, als konstruktive Opposition immer machen. In der Vergangenheit auch schon fast 100 Gesetzesinitiativen der Bundesregierung zugestimmt, wenn wir es für richtig erachtet haben. Und wenn es einen richtigen Kompromiss gibt, dann werden wir dem zustimmen. Wenn es aber weiter so bleibt wie dieser Gesetzentwurf, dann werden wir ihn ablehnen. Aber Sprengkraft für die Ampel sehen Sie nicht und darauf hoffen Sie auch nicht. Am Ende weiß, glaube ich, jeder um seine Verantwortung und wir befinden uns in einem Krieg. Von daher, wir sehen, dass wir in Europa Krieg haben, wo
hier nur 2 Flugstunden von uns entfernt gerade Menschen sterben. Und ich glaube, da haben wir eine Verantwortung für Europa, eine Verantwortung für Deutschland. Und da geht es nicht darum, hier Chaos zu verbreiten. Herr Kellner, lassen Sie uns zum nächsten Sektor kommen, dem Industriesektor. Da heißt es auf Ihrer Internetseite, energieintensive Unternehmen, und das ist ein Zitat jetzt, die im internationalen Wettbewerb stehen, zahlen Strompreise, die international wettbewerbsfähig sind. Die Strompreise für weniger stromintensive Unternehmen, die nicht in vergleichbarer Weise von Entlastungsregeln profitieren, sind im europäischen Vergleich hoch. Wie kommt das Ministerium zu dieser Erkenntnis? Gibt es Stand heute einen verbilligten Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen? Also wir haben in der Tat, und das war ja übrigens schon vor dem Krieg so, wir haben in Deutschland vergleichsweise hohe Energiepreise. Und natürlich hat die Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Energien aus Russland war besonders groß, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, beim Bereich Gas, aber auch Kohle und Öl. Das hat uns im letzten Jahr sehr beschäftigt. Und auf Dauer ist es auch eine Gefährdung für die Substanz unserer Volkswirtschaft. Deswegen arbeiten wir daran, die Energiepreise nach unten zu bekommen. Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen bereits im letzten Jahr ergriffen. Ein Teil, was sichtbar waren die Strom-, also die Energie- und Strompreisbremse, aber es ist ja nur eine Absicherung nach oben. Wir haben auch davon haben insbesondere die nicht energieintensiven Unternehmen profitiert und die privaten Haushalte, die EEG-Umlage bereits im letzten Jahr abgeschafft. Wir haben eine ganze Reihe für, und darauf bezieht auch dieses Zitat, wir haben für energieintensive Unternehmen eine ganze Reihe von Entlastungen, die es nur für diese besonders energieintensiven Unternehmen halt gibt, wie beispielsweise besondere Regelungen bei der Stromsteuer oder bei Netzentgelten. So, deswegen haben wir da schon unterschiedliche Regelungen. Aber der Punkt, der uns umtreibt, wo ich habe ja beschrieben, ein Teil der Maßnahmen, die wir im letzten Jahr ergriffen hat, weitere Maßnahmen, die wir gerade machen, ist, dass wir durch den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, diese sind ja in ihren Gestehungskosten viel preiswerter als das Verbrennen von fossilen Gas oder fossilen Öl. Das heißt, je schneller wir damit auch vorankommen, senkt das auch insgesamt die Strompreise und wettbewerbsfähige Strompreise sind wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Die sind vor allen Dingen aber auch wichtig, weil wir ja viele Prozesse, wenn auch nicht alle, auf Strom umstellen im Zuge der Dekarbonisierung. Und deswegen ist es eines der Hauptaugenmerke, die wir dieses Jahr drauf richten. Das haben wir ja bewusst als Wirtschafts- und Klimaschutzministerium gesagt, ja, der Industriestrategie und ein Kernteil davon ist, dass wir die Strompreise nach unten bekommen. Reicht das, was bis jetzt passiert ist, Herr Kuban, um die Nachteile für den Industriestandort auszugleichen? Na, erstmal sehen wir, dass wir momentan 8-mal so hohe Energiepreise im Vergleich zu den USA haben. In Europa sind nur Dänemark und Tschechien teurer als wir. Das heißt, viele Unternehmen fragen sich, wo werden die nächsten Investitionsentscheidungen getätigt? Und sie sehen gleichzeitig, dass der Inflation Reduction Act in den Vereinigten Staaten da ist. Und wenn ich unterwegs bin, dann sagen mir viele Unternehmen, wir haben auch einen Standort in den USA, dort wird jetzt gerade investiert. Hier in Deutschland leider nicht, was die Zukunftsfähigkeit unserer Arbeitsplätze natürlich erheblich belastet. Und im Bereich der Energiepolitik, im Bereich der Deckelung dieser Kosten haben wir erst gesehen, dass es eine Gasumlage hätte geben sollen. Die ist krachend gescheitert. Dann anschließend gab es Energiepreisbremsen, die ehrlicherweise nicht so wirken, wie wir uns das wahrscheinlich alle gewünscht hätten, auch weil es eben zu bürokratisch gemacht worden ist in der Frage, wie man, dass man erst einmal die 40% EBITDA bilanzieren muss. Das machen viele Unternehmen nicht, weil sie es auch gar nicht konnten zu dem Zeitpunkt. Und somit sehen wir, dass wir bei der Deckelung noch nicht wirklich weitergekommen sind. Der Industriestrompreis ist vom Bundeskanzler angekündigt worden, ehrlicherweise vor dem Krieg mit 4 Cent. Ihr Ministerium spricht jetzt von irgendwo unter 10 Cent. Aber viele Unternehmen wünschen sich einfach mal Planbarkeit. Ja, in Frankreich gibt es einen Industriestrompreis. Ich halte es für richtig, wenn wir ihn auch in Deutschland einführen. Ja, ein sehr teures Instrument. Deswegen sollten wir ihn für den Zeitraum der Transformation nutzen. Andere sprechen schon von einem sogenannten Transformationsstrompreis. Aber er muss halt zügig kommen, weil
Wöchentlich werden Investitionsentscheidungen in dieser Welt getätigt. Und wir sind eben nicht alleine hier am Standort Deutschland, sondern alle um uns herum schauen genauso sehr auf unsere starke Industrie, die wir haben. Und da werden halt leider in den letzten Jahren immer mehr Entscheidungen für Investitionen in den Standort, beispielsweise in Amerika oder anderswo auf der Welt, getätigt und nicht mehr in Deutschland. Deswegen müssen wir zügig rankommen, dass wir auch wie in Frankreich einen Industriestrompreis in Deutschland schaffen. Herr Kellner, Sie wollen uns jetzt auf den Stand bringen, wie weit wir sind oder Ihr Ministerium. Ja, also wenn wir uns den Stand anschauen, dann muss ich sagen, ganz viele Hunderttausende von kleinen und mittelständischen Unternehmen profitieren von der Energiepreisbremse. Und das war, glaube ich, eine wirkliche, schnelle und unbürokratische Hilfe. Und wir haben zum Glück haben wir gesehen, dass wir von den Höchstständen bei Gas ja von 350 Euro auf jetzt wieder unter 50 Euro zurückgegangen sind. Also auch ein großer Erfolg der Kraftanstrengung im letzten Jahr, die uns, glaube ich, wirklich als Gesellschaft gemeinsam, dass Unternehmen gehandelt haben, dass Privatpersonen gespart haben, dass wir auch als Politik schnell waren, uns da gut vorangebracht haben. Dann, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde nicht zu viel Schwarzmalerei. Am Montag eröffnen wir mit Infineon Erweiterung der Chipproduktion in Dresden. Wir haben heute, war ich selber bei einem Termin, wo es darum ging, dass wir in Rostock, in dem Fall der Energiehafen Rostock, Import von Ammoniak, grünen Ammoniak als einen Grundstoff für die deutsche Chemieindustrie, dass zwei Unternehmen, VNG und Yara, auf den Weg bringen. Am Freitag wird eine Großwärmepumpe in Schwerin in Betrieb genommen. Also wir sehen auch viele Investitionsentscheidungen, die positiv sind, wo sich in unserem Land das richtig was bewegt. Und ja, ich bin bei dem Punkt Industriestrompreis. Ich finde das richtig, dass wir für die gerade energieintensiven Unternehmen eine besondere Unterstützung machen. Daran arbeiten wir. Wir haben beispielsweise, um das mal zu beschreiben, wir bauen ja gerade in der deutschen Nord- und Ostsee, vor allem in der Nordsee, großen Umfang Windparks auf. Und dort wollen wir Flächen dafür reservieren, weil sie haben dort einen Bruchteil der Gestehungskosten im Vergleich zu Gas. Diese gewonnene Energie wollen wir den Unternehmen zur Verfügung stellen, sodass wir da auch die Wettbewerbsfähigkeit stärken. So, das ist ganz klar Teil unserer Arbeit in diesem Jahr. Wir waren im letzten Jahr vielleicht verständlicherweise sehr mit Notmaßnahmen. Ja, also ich meine, keiner von uns hätte sich das, glaube ich, gewünscht, dass wir in dieser Situation handeln mussten. Haben wir getan. Und jetzt geht es darum, dass wir weiter daran arbeiten, die Industrie zu stärken, nochmal, damit Deutschland ein starkes Industrieland bleibt, damit wir auch eine starke Grundstoffindustrie weiterhin in Deutschland haben. Das ist die Aufgabe, an der wir arbeiten. Aber machen Sie es bitte planbar und unbürokratisch, auch wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Aber es muss Planbarkeit für die Unternehmen geben, weil das ist das Maß der Dinge. Und wenn Sie wieder sagen, okay, das ist ein volatiler Preis, je nachdem, wie gerade der Strom verfügbar ist, wie man jetzt manches Mal schon zu lesen weiß, dann wird das am Ende den Wirtschaftsstandort leider nicht stärken. Deswegen meine Bitte, planbar und unbürokratisch. Zu den Plänen in der Ostsee gab es ja heute auch ein Treffen von Regierungschefs. Phoenix hat das live übertragen. Die Frage, wann das aber genau passiert und wo ungefähr der Preis sich einpendeln soll, die haben wir noch nicht beantwortet. Nun, also wir haben ja zwei Sachen. Das eine ist, wir werden wahrscheinlich diese Windparks am Nordsee, von denen ich sprach, und diese großen Mengen an Energie, die wir dort zur Verfügung stellen, die dauern bis 2030, bis sie stehen. Das heißt, wir brauchen für diese Übergangsphase einen Industriestrompreis, Transformationsstrompreis. Wir können jetzt über die Semantik, da steckt zwar auch was dahinter, aber das will ich. Werden wir eine Übergangsphase brauchen. Und dafür haben wir jetzt zwei Variablen, weil es kostet natürlich auch Geld. Es kostet auch. So, das betrifft einmal sozusagen die Höhe und es betrifft davon, welche Unternehmen profitieren davon. So, das sind die beiden entscheidenden Variablen. Und ich finde es, davon bin ich überzeugt, als jemand, der auch Industriepolitik bei uns im Ministerium mit betreibt, dass wir für die energieintensiven Unternehmen, für die Grundstoffindustrie einen bezahlbaren Industriestrompreis brauchen, der unterhalb der 10 Cent liegen muss. Die 4 Cent, die der Finanzminister damals beim BDI und der heutige Kanzler vor der Bundestagswahl versprochen hat, die kann ich ehrlicherweise ernsthaft heute nicht versprechen, weil dazwischen ist was passiert, nämlich auch dieser Krieg in der Ukraine. Deswegen gehört das zur Ehrlichkeit. Aber die fordert ehrlicherweise auch nicht die Union. Also wir haben
Wir referenzieren natürlich darauf, wenn der Bundeskanzler so etwas sagt, weil Sie das dann müssen Sie natürlich haben. Da auch mit rechnen, dass man das auch mal zitiert. Ist schließlich Ihr Bundeskanzler, den Sie gewählt haben. Von daher geht es natürlich darum, das auch schon deutlich zu machen. Aber am Ende vor allem bitte planbar, damit die Leute wissen, was kommt auf sie zu, wenn Investitionsentscheidungen getätigt werden in Deutschland. Und Sie haben auch einige angesprochen, die ehrlicherweise schon ein bisschen zurückliegen, dass die Entscheidung dafür getroffen wird. Es braucht ja dann mal ein bisschen auch einen Prozess. Wenn heute eine neue getroffen wird, dann wollen die Leute wissen, weil eine Investition ist auch immer für die nächsten 10, 20 oder 25 Jahre, dass die dann am Ende auch sich möglicherweise amortisiert. Das ist natürlich die Aufgabe, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Ob der Markt das dann hergibt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Das muss ja jeder Unternehmer für sich selbst entscheiden. Es ist nicht die Aufgabe vom Staat, alle Risiken abzunehmen. Ja, wenn der Markt nicht funktioniert, dann ist das unternehmerisches Risiko. Aber wenn die Leitplanken sich andauernd verändern, dann ist es schon ein Problem. Aber ich würde, das teile ich. Also es muss sozusagen marktkonform sein und das muss sich auch bewähren. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber ich will nur sagen, also die Infineon-Geschichte ist nicht so lange her. Oder wenn wir jetzt gesehen haben, was ich zum Beispiel auch total, das war jetzt bei der Hannover Messe, im Rahmen der Hannover Messe eine große Entscheidung, dass beispielsweise Salzgitter entschieden hat, in die Produktion von grünem Stahl einzusteigen. Das ist ganz frisch und eine Milliarde bekommen Sie vom Staat. Das müssen Sie aber auch mitsehen. Ja? Ja, genau, aber das ist bei ThyssenKrupp genauso. Ja, genau, aber Herr Kuban, das ist ja genau der Punkt, warum wir das machen. Weil das ist ja über einen längeren Zeitraum sichert das eine Investitionsfähigkeit. Haben wir keinen Dissens? Das führt ja dazu, dass wir am Ende des Tages den grünen Stahl dann auch an den entsprechenden Autos oder Schienenfahrzeugen oder sonst wie verbauen können. Und da müssen wir jetzt die industriepolitischen Weichenstellungen treffen. Und die haben wir getan. Lassen Sie uns dann die letzten Minuten dafür nutzen, zu einem Thema zu kommen, wo garantiert Dissens bestehen wird. Die Kritik an der Energiepolitik setzt ja oft am Doppelausstieg an. Herr Kellner, dass man gleichzeitig aus Kohle und Kernenergie aussteigt. Jetzt ist es ganz wichtig, Herr Kuban hat es gesagt, dass man für die Industrie eine Planungssicherheit schafft. Wie schaut es denn da jetzt aus bei der Atomenergie? Ist das ein endgültiger Ausstieg, den wir vollzogen haben? Mit Blick auf die letzten 15 Jahre gab es ja hin und wieder mal einen Einstieg, Ausstieg und was für einen Stieg auch immer Richtung Kernenergie. Also wir steigen ja nicht parallel aus, nicht? Sondern wir sind jetzt final aus der Kernenergie, aus der Atomenergie ausgestiegen. Es war ein langer Prozess und manche tun sich schwer damit, dass da jetzt politische Entscheidungen, die über einen langen Zeitraum getroffen wurden, jetzt vollzogen sind. Der Ausstieg aus der Kohle, wir sind ja nicht zeitgleich aus der Kohle ausgestiegen, sondern es gibt eine Entscheidung, 2030 in Nordrhein-Westfalen aus der Kohle auszusteigen als Ziel. Und es gibt einen Kohleausstieg, der angedacht ist bis 2038 in den ostdeutschen Kohlerevieren. Und da ist nur meine Überzeugung nach allem, was ich sehe an Zahlen, dass wir ja erleben werden, dass dieser Kohleausstieg früher passiert. Mein Wunsch ist, er passiert geregelt, aber wir sehen jetzt schon, dass durch den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, dass durch den Verfall der Gaspreise und durch den CO2-Preis Kohle bald nicht mehr wirtschaftlich sein wird, nämlich schon Ende der 20er Jahre. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch, das ist jetzt vielleicht ein Spezialthema, treibt mich als Brandenburger Bundestagsabgeordneter, aber besonders um, deswegen habe ich das einmal kurz ausgeführt, dass wir da auch zu einem geregelten Kohleausstieg, zu einem früheren in Ostdeutschland kommen, weil wir sehen, dass die Marktkräfte zu Recht dahin gehen, weil wir eben den Ausbau der Erneuerbaren so voranbringen. Und Sie sehen an der Stelle genau, was der Markt zu leisten imstande ist. Und Sie sagen bei den Heizungen eben genau was anderes. Hier sagen Sie jetzt, ja, der Markt wird den Preis regeln und es wird am Ende so sein, dass die Atomenergie, dass die Kernenergie, dass eben auch die Kohle teurer wird. Ja, das ist richtig. Und ich persönlich bin auch kein großer Fan der Atomkraft. Ich sage Ihnen nur, in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in einer großen Energiekrise, jetzt das Angebot an Strom zu reduzieren, das ist falsch und das sehen eben auch viele Leute im europäischen Ausland um uns rum so, dass sie sagen, wir müssen jetzt für euch gerade in den Süden und südwestlichen Gebieten Deutschlands dann auch den Strom liefern. Das sorgt für Ärger auch in Europa und deswegen, der Ausbau der Erneuerbaren ist richtig. In Brandenburg, in Niedersachsen sind wir durchaus, glaube ich, ganz gut vorangekommen. Im Süden und Südwesten, sowohl bei Herrn Kretschmann als auch bei Herrn Söder, gibt es da noch einiges zu tun. Aber trotzdem, jetzt in dieser Zeit den Atomausstieg zu machen und gleichzeitig die Kohle noch mehr sozusagen zu verfeuern und dafür zu sorgen, dass wir noch mehr Kohle nutzen, obwohl wir die Atomenergie nutzen könnten, das wird beim Thema CO2-Ausstoß
uns nicht voranbringen und schadet eher dem Klima. Herr Kuban, Sie haben Herrn Söder genannt. Jetzt muss ich da noch mal nachfragen. Sie haben ja, was den Ausstieg angeht, Herrn Söder durchaus auf Ihrer Seite, dass das kritisiert wird. Andererseits will er die Verantwortung und den Weiterbetrieb der Kernkraft in Länderhand legen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Gut, das ist ein Diskussionsanstoß, so würde ich es mal bezeichnen. Wir wissen, glaube ich, alle, dass es am Ende dazu nicht kommen wird. Es sei denn, Herr Kellner sagt jetzt gleich was anderes. Aber am Ende ist es ein Diskussionsanstoß. Jetzt ist es, glaube ich, an der Stelle, und das habe ich eben gerade schon einmal deutlich gemacht, der Ausbau der Erneuerbaren ist richtig. Und wir müssen da vorankommen. Und es wird günstiger sein, auf die Erneuerbaren zu setzen, weil es eben für Kohle und auch für Kernenergie teurer wird. Aber in der aktuellen Phase, wo wir in einer solchen Energiekrise sind und wo wir von einer Verdreifachung des Strombedarfs gerade ausgehen, das wissen wir ja alle, wir haben vorhin auch über Wärmepumpen beispielsweise gesprochen, über Elektroautos und so weiter, über die Industrie, dann brauchen wir eben mehr Strom. Und den werden wir nicht nur aus dem Ausland beziehen können. Aber hinter dem Vorschlag von Herrn Söder machen wir einen Haken dran. Wenn das Herr Kellner jetzt nicht anders bestätigt. Ich glaube, er macht den Haken. Letzte Frage an Sie. Ich glaube, dass man bei Herrn Kuban merkt, dass das von Herrn Söder, das kann er nicht so sagen. Das ist mir auch klar, einfach nur ein Medienstunt war, weil es ist ja der gleiche Herr Söder, der gesagt hat, ja, aber den Endlagermüll, den nehmen wir nicht, den kann gerne Niedersachsen oder woanders wo haben, auf gar keinen Fall. Aber ich will noch mal, wenn wir über Marktwirtschaft und Atom reden, ja, also wenn Sie heute sagen, Sie wollen ein Atomkraftwerk versichern, finden Sie keinen Versicherer. Ja, also es ist überhaupt nicht marktwirtschaftlich. Atom rechnet sich überhaupt nur mit gigantischen Subventionen. Und ehrlich gesagt, wir haben ja auch im letzten Jahr gezeigt, und das war mir auch wichtig. Wenn ich da keinen Versicherer finde, dann muss ich es nicht verbieten, sondern dann kann ich es einfach laufen lassen. Wenn die keinen Versicherer mehr finden, dann werden sie es abschalten. Und Sie machen schon wieder ein Verbot. Nach Verbrenner, nach der Heizung, jetzt das nächste. Und da ist unser Dissens. Da haben wir Ihre eigene Politik ja auch mit zu Ende getrippelt, was den Atomausstieg mit anging, den wir mal angefangen haben, den Sie mal zurückgedreht haben, den Sie wieder eingeführt haben. Wir alle kennen die Auf und Abs bei der Atomfrage. Nur es ist nicht marktwirtschaftlich. Wir haben dafür gesorgt, dass wir die Versorgungssicherheit in unserem Land gewährleistet haben. Und das auch durch die Abschaltung der letzten drei Kraftwerke. Es ist nur ein geringer Teil. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Und preissetzend am Strommarkt, das wissen Sie auch, sind die Grenzkosten, die Merit Order bei den Kraftwerken. Das ist bei weitem nicht Atom, sondern das ist momentan schon wieder Kohle. Ja, deswegen ist es völlig richtig, dass nur durch diesen Atomausstieg, den wir mal 1998 in unserer ersten Bundesregierung vereinbart hatten, sind wir überhaupt dazu gekommen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland so eine Fahrt aufgenommen hat, weil sie sozusagen ein Atomkraftwerk, was sie eben mal nicht an- und ausschalten können, ja, dass ein Atomkraftwerk eben nicht zu der Welt der Erneuerbaren passt. Lassen Sie uns die letzte Minute wiederum nutzen, um Ihnen beiden noch die Chance zu geben, meine Schlussfrage zu beantworten. Schaffen wir es, die Klimaziele einzuhalten? Und wenn Sie vielleicht mit einem Nebensatz sagen können, was für eine Rolle spielt Technologieoffenheit dabei? Also wir werden alles dafür tun, das zu schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist ja nichts, was wir uns ausgedacht hätten als Ampelkoalition, sondern das sind die internationalen Ziele der Staatengemeinschaft, der Pariser Klimaabkommen. Und klar brauchen wir dafür Technologien, brauchen wir Innovationen. Nur sollten wir das nicht als Festhalten am Alten missverstehen, so wie das oft getan wird. Ich glaube, mit den marktwirtschaftlichen Kräften, die ja eben selbst Herr Kellner genutzt hat, wenn es ihm gerade gepasst hat, dann werden wir es schaffen. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass wir auch die anderen davon überzeugen. Die größten Emittenten auf der Welt mit 27%, China mit 16%, die USA, wir mit knapp unter 2%, die müssen wir auch mit überzeugen. Und wenn wir zeigen, dass wir Technologie haben, die man in die Welt exportieren kann, dann werden sie uns kopieren. Wenn wir die marktwirtschaftlichen Kräfte zeigen, dann werden sie mit dabei sein. Und genau das müssen wir schaffen. In den USA sind wir auf dem richtigen Weg. Auch in China ist man dabei, die erneuerbaren Energien auszubauen. Das zeigen wir mit unserer Energie Made in Germany. Herr Kellner, Herr Kuban, herzlichen Dank für Ihr Kommen und die Diskussion hier im Studio. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Jetzt folgt bei Phoenix wie gewohnt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns und bleiben Sie gesund. Tschüss.